Hallihallo, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Ja, letzte Folge war krass gewesen. Wir konnten Elizabeth nicht retten. Sie ist alt geworden. Hat Comstocks Plan verfolgt. Und jetzt haben wir eine Chance, doch wieder alles umzukehren. Weil die alte Elizabeth uns wieder zurückgeholt hat. Da muss ich. Frohlocke, denn der Tod hat keinen Stachel. Einfach. Ja. Autsch. Komm, hilf mir. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Gehst du mit mir aber noch einmal kurz Suchen zurück? Wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. Die Hand of the Prophet. Nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Er ist ein Schloss. Okay,
Geschafft. So, wir nehmen Salzkapazität. Perfekt. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Elizabeth, hilfst du mal? Bin dabei. Bitte sehr. Danke. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start. Atemberaubend die Flugkurve. Und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Welche habe ich denn? Waffe müssen upgraden, damit die zweite Waffe auch besser ist. Ein Lockpick sollten wir mitnehmen. Ja, danke. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Danke. Ein Schloss aufzuknacken? Puh, Kinderspiel. So. Was ist das? Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Mein Ziel, denn ich sehe nur in die Augen des Propheten. Los! Hier! Hier, bitte! Hier, Munition! Hier, bitte!
machen. Kannst du das öffnen? Mal sehen, was ich tun kann. Bitteschön. Danke. Ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. So, Schock haben wir jetzt auch voll. Es geht, das ist sehr gut. Die ganze Stadt steht in Flammen. Es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Das war gemein zu sagen. Sie wollen zu uns! Du wirst hier sterben! Danke.
Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein, nicht wahr? Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Sieh dir die Witte an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Bitte sehr! Danke dir. Danke. Ja, Taschen leer. Mein Anime-Pass, ich kam noch durch. Wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. Frage ist, womit? Damit. So räumen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elizabeth. Sie obliegt dir. Die Skyline ist frei, Booker. Komm mit! Auf einer Seite unseres Lamms steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gotteslästerlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Da! Hier! Ergib dich! Nimm dir Deckung! Du bist nicht besonders!
Eine Garantie? Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Vorsicht, Flakgeschütz! Stimmt was nicht. Warum sinken die so langsam? Ich weiß nicht. Wir müssen abwarten. Ein Viertel der Kapseln ist weg. Mehr nicht? Sehr schön. Yes. Bitte sehr. Mutter, die Strecke ist frei. Es mag sein, dass ich sie besiege, DeWitt. Aber sie hatten immer schon einen Hang zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. Vielleicht. Ein Deck noch. Das übernehme ich selbst. Nein, ich komme mit. Comstock ist ein Deck höher, in der Kabine des Propheten. Komm her! Sofort! Los! Fertig! Endstation für dich! Handyman!
Fräulein bringt uns zur Kabine des Propheten. Das nennen Sie eine Knarre. Keine Knarre. Du willst reinen Tisch machen, falscher Hirte. Aber eher läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Warte, hätte ich da aussteigen müssen? Ups. Dann machen wir nochmal eine Ehrenrunde. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie haben mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Geh weg. Ich bring's zu Ende. Booker, nein. Das geht nur ihn und mich was an. Du tappst in eine Falle. Ich muss das tun. Komm her, Kind. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch: Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Booker DeWitt. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? DeWitt, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag DeWitt. Lassen Sie mich! Los, frag den falschen Hirten. Sag's ihr! Sag's ihr, falsche Hirte! Sag ihr die Wahrheit! Meine Hand! Sag's ihr! Ach, sie ist deine Tochter, du Dreckskerl. Und du hast sie im Stich gelassen. War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Sag's mir! Raus damit! Es ist vollbracht. Nichts ist vollbracht. Booker! Ihr sperrt sie ihr Leben lang ein. Booker! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich. Booker, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Ha? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren. Ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elizabeth, ich schwöre dir, ich weiß nicht, was er damit gemeint hat. Oh, doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur zerstören? Das ist der ganze Turm, Booker. Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lasse mir unterwegs was einfallen. Du
jetzt hier lang weiter? So, Elizabeth? Käfig, was hat das... Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig, Jaula, Gabia, Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Booker? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Booker! Hast du das vorhergesehen, alter Mann? Wir müssen uns bereiten. Hast du das vorhergesehen, Prophet? Du setzt deine Tochter nicht im Thron. Wir schicken sie ins Grab. Wir müssen ihn ansingen! Ihn ansingen? Elizabeth, hör auf! Es sind nur die toten Booker! Ein Lied! Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Bitte. Los. Los, 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 los! Booker, er hilft uns! Wir können ihn gegen die Vox-Flotte einsetzen! Raketen, da drüben! Du kannst jetzt den Songbird befehlen, feindliche Bedrohungen anzugreifen. Ziehe auf ein beliebiges markiertes Ziel und halte E gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursachen eine längere Abwehrzeit. Wir brauchen das Ding, um nach Monument Island zu kommen. Bereit.
und deine werden zu Blut. Zeppelin! Wo? Oh. Da?
Das war doch gar nicht so übel. Wo soll ich da auch so von da hinten? Überlebe ich das? Ah. Komm her! Was? Was ist? Hör zu. Mit dem Songbird kannst du das ganze Gebäude einreißen. Den Siphon zerstören. Und willst du das? Nur so finden wir die Wahrheit heraus. Über meinen Finger, Comstock, alles. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Was ist das hier? Elizabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Na, wir hatten noch Flashbacks zu den anderen zwei Spielen. Okay, wir gehen ihr in der nächsten Folge nach. Bis dahin wünsche ich euch ein was Schönes. Wir sehen uns. Tschüssen. Bye-bye.